Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wege zur Weisheit. Auch in diesem Video möchte ich euch wieder 30 Weisheiten, Sprüche, Zitate oder Aphorismen vorstellen, die euch ein bisschen zum Denken anregen sollen, aber vielleicht auch ein kleiner stiller Ratgeber auf dem schweren Weg des Lebens sind. Fangen wir vorne an, wer hinten so weit weg ist, mit nur eins Besprechungen. Über manche Besprechungsteilnehmer muss man sich fragen, hilft er eigentlich bei der Lösung oder gehört er mit zum Problem? Von Robert Jung. Zweitens. Wer sagt, das haben wir schon immer so gemacht, sagt, dass er es nie besser gemacht hat. Wer sagt, das haben wir noch nie so gemacht, sagt, dass er noch nie versucht hat, es besser zu machen. Von Exler George Wilhelm. Drittens. Ein sehender Mensch wird sicherer voranschreiten als ein Blinder mit einem vertrauenswürdigen Führer. Ebenso tritt der, der von erleuchtetem Verstehen geleitet wird, sicherer auf als einer, der nur aus Gehorsam einen Brauch folgt. Hier ist der Autor leider unbekannt. Viertens. Beten bedeutet, darum zu bitten, dass die Gesetze des Universums zugunsten eines Einzelnen aufgehoben werden. Von Ambrose Bierce. Fünftens. Es ist sehr schwierig, Menschen das durchzuführen, sobald es ihnen aufgegangen ist. Von Alfred Polgar. Sechstens. Ist die große Weisheit im Anerkennen, dass du etwas nicht kannst, ehe du zu weit gehst. Auch hier ist der Autor unbekannt. Siebtens. Ich will kein Lob, ich will Bewunderung. Denn das eine kommt von oben und das andere von unten. Von Tatschul Jan David. Achtens. Die Stille offenbart uns mehr, als der Verstand uns sagen kann. Von Otto Pötter. Neuntens. So ein kleines Ding, ein Tropfen Wasser. Doch hat man genügend davon, kann ein Feld überfluten, ein Sumpf säubern oder ein Wald ertränken. Einen der Weisheiten der Gaia. Zehntens. Freundschaft bedeutet, immer da zu sein, aber sich niemals aufzudrängen. Von Exler George Wilhelm. 11. Kundenservice ist keine Abteilung. Kundenservice ist eine Haltung. Von Ralph Carsten K. 12. Im Geheimen liegt die Stärke. Niemand kann sich gegen einen Gegner wenden, der nicht gefunden werden kann. Aus dem Shaolinki, das ist sozusagen das Lehrbuch der Shinobi, wie der Budo halt auch so ein Kodex der Samurai ist. Für Bushido. 13. Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Von Mark Twain. 14. Was nutzt die beste Bildung, wenn es am gesunden Menschenverstand mangelt? Von Rancy Tom. 15. Ein Ziel zu haben, ist das größte Geschenk im Leben. Hier ist der Autor unbekannt. 16. Bildung ist das, was am Ende stehen könnte, hätte man das ehedem kerngesunde deutsche Bildungssystem nicht mit Reformeifer und Nachhaltigkeit über Jahrzehnte hinweg bis zum Siechtum zwangskuriert. Von Renzi Tom. 17. Auch wer sieht, kann für das Wesentliche blind sein. Unbekannt, wahrscheinlich aber aus der buddhistischen Religion stammt. Verwirrende Rhetorik. 18. Der Weise erkennt den Moment, in dem der Gegner, der ihn nicht zu überzeugen vermag, ihn zu verwirren versucht. Auch hier ist der Autor unbekannt. 19. Um einen guten Liebesbrief zu schreiben, musst du anfangen, ohne zu wissen, was du sagen willst, und endigen, ohne zu wissen, was du gesagt hast. Von Jean-Jacques Rousseau. 20. Wenn sich Nullen hinten anstellen, kann etwas Großes daraus werden. Von Ramsey Tom. 21. Das Leben wird dir nur so viel zurückgeben, wie du bereit warst, in es hineinzustecken. Hier ist der Autor leider unbekannt. 22. Ein Buch, wenn es so zugeklappt daliegt, ist ein gebundenes, schlafendes, harmloses Tierchen, welches keinem was zuleide tut. Wer es nicht aufweckt, den geht es nicht an. Wer ihm die Nase nicht gerade zwischen die Kiefer steckt,
Den weiß es auch nicht. Von Wilhelm Busch. Kleine Anmerkung meinerseits. Vielleicht nochmal drüber nachdenken und durchsickern lassen. Das hat eine andere Bedeutung als die offenkundige. 23. Der wahre Zweck eines Buches ist, den Geist hinterrücks zum eigenen Denken zu verleiten. Marie von Ebner-Eschenbach. 24. Es ist weitaus besser, den Mund zu halten und von anderen als Dummkopf angesehen zu werden, als ihn aufzumachen und ihn damit jeden Zweifel zu nehmen. Autor leider unbekannt. 25. Bücher sind bessere Freunde als Menschen, denn sie reden nur, wenn wir wollen, und schweigen, wenn wir anderes vorhaben. Sie geben immer und fordern nie. Von Boris, Freiherr von Münchhausen. 26. Als man einen Gelehrten fragte, warum man wohl geliehene Bücher so selten zurückbekäme, antwortete er, weil es leichter ist, die Bücher zu behalten, als das, was drinsteht. Autor leider unbekannt. Es gibt Menschen, die saßitzen davon sprechen, was sie zu tun träumen, und andere, die sich aufmachen und es tun. Auch hier ist der Autor leider unbekannt. 28. Bürokraten sind die Militaristen des Papierkriegs. Von Cyril Northcote Parkinson. 29. haben wir wieder von Cyril Northcote Parkinson. Bürokraten bekämpft man am besten, indem man ihre Vorschriften genau befolgt. Und last but not least, 30. Je mehr ich mir wünsche, etwas fertig zu bekommen, desto weniger nenne ich es Arbeit. Hier ist der Autor unbekannt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war lehrreich oder hat euch vielleicht eine kleine Hilfestellung gegeben für eine eurer Lebenslagen. Das könnt ihr natürlich dann auch gerne in die Kommentare reinschreiben, sowie eure eigenen Weisheiten, die ihr vielleicht kennt, von denen ihr wünscht, dass wir die in die Liste hier mit aufnehmen. Und bis dahin würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Daumen hoch ist auch mal sehr hilfreich. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Und tschüss.